Der CSV Bochum-Linden empfängt den Tabellenführer aus Wanne. Das Hinspiel konnte der CSV überraschenderweise mit 4:1 in Wanne gewinnen. Die Gäste aus Wanne haben die beste Offensive der Liga mit 97 Toren und die beste Defensive mit 29 Gegentoren. Außerdem sind sie die beste Auswärtsmannschaft der Liga, haben erst einmal auf fremdem Grund verloren. Der CSV ist also vorgewarnt und beginnt richtig gut. Erste Möglichkeit nach gut 10 Minuten für die Gastgeber. Aber Wanne hat auch gute Ideen nach vorne, dieser Abschluss. Ein paar Minuten später ist es dann noch gefährlicher. Das ist der Abschluss von Kim Heiner. Und der Ball geht knapp am Kasten vorbei. Aber der CSV spielt richtig gut mit gegen den Tabellenführer. Hat sogar zum Teil die besseren Möglichkeiten, dieser Abschluss hier vom Kapitän Leonardo Pantaleão. Wir sind Mitte der ersten Hälfte, das ist der Antritt von Kai Vogel über die rechte Seite. Der hat da ganz viel Platz, spaziert da am 16-Meter-Raum entlang und dann der Abschluss und Daniel Kassen mit einer klasse Parade. Und dann der Rebound und der Ball geht an die Latte. Beste Möglichkeiten für den CSV zur Führung gegen den Tabellenführer aus Wanne. Rein in Hälfte 2. Jetzt müsste doch der Tabellenführer eigentlich mal kommen. Es kommt wieder erstmal der CSV. Schöne Standardsituation und dann der Kopfball von Hubertus Thiers. Wanne tut sich schwer, aber dann verpasst auch noch Florian Drews in der Mitte. Das war die beste Möglichkeit hier in der zweiten Hälfte. Anschließend dieser Freischuss nochmal. Klasse Parade von Felix Sonntag, der da das Eck zumacht und den Ball pariert. Am Ende steht ein 0:0 zwischen Bochum-Linden und dem SV Wanne. Der Tabellenzehnte ringt dem Tabellenführer also ein Unentschieden ab. Respekt an die Mannschaft von Silas Lennertz. Das Hinspiel hatte man gegen den Tabellenführer sogar gewonnen. Hier und heute ringt man ihm also einen Punkt ab. Nach dem Spiel gab es noch wilde Wortgefechte. Natürlich ist der ein oder andere nicht zufrieden mit diesem Ergebnis. Ja, man muss klar sagen, dass die erste Halbzeit aus meiner Sicht ziemlich ausgeglichen war. Wir hatten natürlich unsere Chance, Wanne kam nicht so gut ins Spiel und in der zweiten Halbzeit muss ich anräumen, dass Wanne Eickel klar das Spiel gemacht hat und wir demnach auch hinten reingedrückt wurden, in ein, zwei Situationen auch Glück hatten, wie zum Beispiel beim Pfostenschuss. Und insgesamt können wir mit dem 0:0 zufrieden sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.